We are the farmers. Bei NB Technik, hinten der große Stern, top. Weil die haben mich angerufen, sie sind weiter beim 421, den wir im letzten Video kurz gezeigt haben, den sie restaurieren. Und da gibt es heute eine ein bisschen ausführlichere Vorstellung, also kommt mal mit. So, dann lass uns doch mal hingucken zu dem schönen 421. Dann lass mal laufen. Ja, Henning, du kennst ja die Dieselschweigeminute, oder? Klar. Ja, dann müssen wir einen gewissen Augenblick abwarten. Dann zeig doch mal. Sieht man ihn glühen? Nein, sieht man noch nicht. Ist noch nicht angeschlossen. Oh. Ist noch... Ja, genau. Ich war vor knapp vor einem Monat schon mal hier, da habe ich auch ein Video gemacht bei den beiden und da war der Unimog noch auf der Erde verteilt und der Motor lag auf dem Tisch auseinandergebaut. Und jetzt sieht das schon ganz anders aus. Was habt ihr im letzten Monat gemacht? Ja, wir haben den Motor zusammengebaut, dann bei dem Motor waren ja neue Buchsen drin und lag dann eben da auf dem Tisch. Ich glaube, Kolben waren auch schon drin, als du letztes Mal da warst. Und ja, dann Kurbelwelle eingebaut, Kopf zusammengebaut, Kopf aufgebaut. Dann haben wir uns den Rahmen reingeholt, dann haben wir das Getriebe eingebaut, den Heckkraftheber montiert, Motor eingebaut, Förderbeginn eingestellt und dann eben alle anderen Sachen komplettiert, Kabine zusammengebaut, die war glaube ich auch noch nicht zusammengebaut. Nee, war sie auch noch. War die hier? Ich weiß gar nicht. Die Kabine war hier, aber die war noch nicht zusammen und die sieht echt gut aus. Dann haben wir jetzt die letzten zwei Wochen richtig schöne, saubere Arbeit gehabt. Mal nicht dreckige Fahrzeuge geschraubt. Sind Teile verloren gegangen? Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Ich kann es dir nicht sagen. Also, nichts Dramatisches. Wertvolles nicht. Das ein oder andere Teil haben wir dann eben von Schlachtfahrzeug genommen. Aber manchmal auch, weil es einfach bei dem Schlachtfahrzeug weitaus besser war als bei diesem Fahrzeug. Nichts Dramatisches auf jeden Fall. Unimog restaurieren geht nicht von heute auf morgen. Und wenn man so einen Unimog zerlegt und wegräumt und so weiter, ein Laie wird meistens gar nicht mehr wissen, was denn da was gewesen ist. Aber das ist hier nicht das Problem, dass mal was wegkommt oder was Besseres gefunden wird. Das gibt es öfters. Er hat ja eine sehr schöne Ausstattung. Was genau hat er alles? Ja, er hat zweizylindrigen Heckkraftheber. Momentan ist aber erst einer eingebaut, weil der andere ist noch bestellt, der musste neu, weil der schon dran rumgeschweißt war und so weiter, das war nichts Vernünftiges mehr. Der linke ist eben abgedichtet, ja, Heckkraftheber, Heckzapfwelle, Frontzapfwelle hat er nicht. Großes Getriebe, Doppelkupplung, genau, ja, genau. 616 Motor. Ja. Forsttank, ich sag mal, hat zwar sonst keine Forstausstattung, aber der Forsttank war da von vornherein dran und deswegen wollte der Kunde auch den weiterhin wieder dran haben. Das Fahrzeug ist komplett in der Originalfarbe wiedergekommen, das war auch Kundenwunsch. Nicht irgendwie jetzt in dem vielleicht interessanteren Meergrün, sondern wir in dem aber originalen Daimler-Ton, LKW, grau. Wie geht's weiter? Wie macht ihr weiter? Ja, als nächstes müssen eben noch Schmutzfänger für Kotflügel vorne montiert werden. Pritsche glänzt. Steht gerade in der Werkstatt. Da haben wir gerade die Bordwände heute noch dran gearbeitet. Und dann eben Verdeck montieren, Scheibenrahmen, Steckfenster sind noch nicht lackiert, müssen noch. Ja. Solche halt die Kleinigkeiten, Aufkleber nachher drauf machen, bis die Detailarbeit, das ist halt so, was nachher dann das Fahrzeug auch wirklich schick macht. Und wie viele Stunden sind es jetzt bis jetzt schon mal so über einen dicken Daumen? Ich habe nicht zusammengerechnet. Ich habe bislang auch noch nicht zusammengerechnet. Also ich schätze mal jetzt irgendwie, sie werden so um den Dreh 600 sein. 600 Stunden von Profis, der Laie braucht mindestens doppelt oder dreimal so lange, hundertprozentig. Habt ihr viel geschweißt an den Türen, die sehen ja echt aus wie neu. Ja, an den Türen ist eine ganze Menge geschweißt. Hier unten die Dichtungsaufnahme war weg.
unten wie oben. Hier von innen kann man es auch gerade so ein bisschen sehen. Da unten ist eine Schweißnaht. Das heißt, hier außen war eben viel Gammel. Das war durchgerostet, unten drunter. Hier die beiden Bleche übereinander waren weg. Hier hinten, dieses Stück war vergammelt. In der Rückwand teilweise was. Von innen hier, diese Blechteile, diese Winkel waren weg. Zig Löcher waren im Armaturenbrett. Armaturenbrett, genau. Das war viele Löcher dran. Und wie geht man da vor? Also man braucht auf jeden Fall Blechteile. Wo kauft ihr Blechteile? Ja, also ich sag mal, die machen wir zum größten Teil selber, weil wir Wert auf die Sicken und die Originalität legen, dass wirklich Hefte an der Stelle sind, wo sie hingehören. Und das ist wirklich Handarbeit. Also ihr kauft keine, es gibt ja auch sowas jetzt im Nachbau oder auch noch von Mercedes teilweise, kauft ihr wenig? Ja, also ich sag mal, bei dieser Kabine sind keine Teile davon reingekommen, weil die Teile, die es da gibt im Nachbau, hier nicht unbedingt verbaut werden mussten. Aber sonst, ich sag mal, greifen wir zur Not auch auf diese Einschweißbleche. Aber auch der gestauchte Winkel, der original hier drunter gehört, den gibt es nicht im Nachbau, den muss man selber anfertigen. So, du hast einmal die Haube aufgemacht, das sieht ja richtig toll aus. Ihr habt den originalen Kabelbaum belassen, da sind keine neuen Kabel drin. Nein, in der Kabine nicht, vom Chassis kommt neu, ne? Liegt neu durch und ja. Das sieht ja traumhaft aus, mit Liebe zum Detail, nicht einfach alles in Schwarz übergeduscht, sondern auch Kontraste gesetzt mit Schwarz und Silber. Da kann man sich natürlich auch immer noch weiter detailverliebter, ich sag mal, noch irgendwelche Kleinigkeiten machen. Also nach oben hin begrenzt ja immer der Kunde. So, diesen 421 werden wir hoffentlich nicht das letzte Mal sehen. Aber erstmal bis bald. Bis bald. Ciao. We are the Farmers.